Ja, also Sie haben es vielleicht in der Ankündigung gelesen. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt Geld für alle. Und das jeden Monat. Das sind große Worte, Versprechen, Hoffnungen, die die Befürworterinnen und Befürworter damit verbinden. Und vehement schlagen die Kritiker dagegen auf die Trommel und sagen, das ist menschlich fahrlässig, es ist volkswirtschaftlicher Irrsinn. Und genauso kontrovers wird die Debatte seit gut 10 Jahren inzwischen geführt. Sie finden diese Vokabeln auch in der Presse wieder. Insofern, das Thema polarisiert sehr und stiftet an zum Streit. Und was mir sehr gut gefällt, es stiftet eben auch an, miteinander nachzudenken, in welcher Gesellschaft wollen wir denn in Zukunft leben. Und das mache ich mit Ihnen heute und deswegen bin ich sehr gerne hergekommen und so wird der Abend dann verlaufen. Zum Warmwerden habe ich 2 Thesen mitgebracht. Das bedingungslose Grundeinkommen ist für mich nicht einfach nur eine Zahlung, sondern es ist ein neues Fundament für ein selbstbestimmtes Leben auf der individuellen Ebene, für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Es ist auch nicht einfach nur ein neues Sozialsystem auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern für mich ist es eine neue Architektur für eine neue Bestimmung der Werte Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Es stiftet nämlich in meiner Vorstellung eine neue Anerkennungsordnung. Es stiftet ein neues Wertesystem. So die Hoffnung, und da bin ich Ihnen jetzt ein paar Argumente schuldig, warum ich meine, solche steilen Thesen vertreten zu können. Für mich ist also zusammengefasst Grundeinkommen Geld und Anerkennung. Und die Begründung kommt jetzt. Also was genau meine ich, wenn vom bedingungslosen Grundeinkommen die Rede ist? Sie haben es vielleicht schon öfter mal gehört. Es gibt auch Parteien, die das als Bürgergeld schon mal in ihren Programmen führen. Das ist meist was anderes. Die Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung, die ich 2003 mitgegründet habe, hat eine radikale Definition eines Grundeinkommens, so ähnlich wie Sie es auch beim Netzwerk Grundeinkommen nachlesen können. Also, welche Kriterien sind das? Eine monatliche Zahlung, ein Leben lang, von der Wiege bis zur Bahre. Ohne Bedingungen, heißt ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne die Notwendigkeit, etwas leisten zu müssen im Sinne bürgerschaftlichen Engagements oder irgendetwas anderes. Es ersetzt viele bisherige Fürsorgezahlungen, wie etwa BAföG oder das Arbeitslosengeld II. Es ersetzt nicht Investitionen in Bildung, Kultur, Soziales, also Familien- und Jugendfürsorge etwa, sozialpflegerische Dienste, all diese Dinge müssen wir uns weiter leisten. Es muss drittens in ausreichender Höhe gezahlt werden. Es muss existenzsichernd sein. Nur auf diese Weise entkoppelt es Arbeit von Einkommen. Denn wir wollen erreichen, dass der Zwang zur Erwerbsarbeit aufhört. Und das geht nur, wenn das Grundeinkommen hoch genug ist, wenn es nicht eine billige Form, eine preiswerte Form von Arbeitslosengeld II wird. Es muss also wirklich die Freiheit eröffnen, das Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Es ist nämlich, das Grundeinkommen ist kein Lohn für Leistung. Es ist kein Ersatz für entgangenes Erwerbseinkommen, so wie wir das aus den Sozialversicherungen kennen. Wenn wir krank sind, wenn wir einen Unfall hatten etc., dann tritt die Sozialversicherung ein. Das ist es nicht, sondern es ist die Voraussetzung für Tätigkeiten aller Art. Und es ist viertens ein individueller Anspruch. Und damit löst es, das ist heute in unserem Themenkreis eine wichtige Schlussfolgerung, es löst eine alte gleichstellungspolitische Forderung ein, nämlich nach Unabhängigkeit, finanzieller Unabhängigkeit von Mann und Frau. Es ist als individueller Anspruch nicht an irgendwelche Bedarfsgemeinschaften gebunden oder eher ähnliche Verhältnisse oder sonst etwas. Und mit diesen 4 Kriterien ist etwas ganz Wichtiges gewonnen, warum ich meine, dass es zu einer neuen Form von Wertesystem führt. Denn es signalisiert damit, dass wir als Bürgerinnen und Bürger als Zweck an sich anerkannt werden, ohne dass wir zuvor nachweisen müssten, wir hätten irgendwie ein Auskommen verdient. Sondern einfach, weil wir da sind, weil wir existieren, haben wir es verdient, ein Auskommen zu haben. Um dann die Freiheit zu haben, mit dem auf der Grundlage zu tun, was uns entspricht und welche Tätigkeiten wir für sinnvoll halten. Ich komme gleich dazu, dass es auch Tätigkeiten gibt, die notwendig sind, klar. Und da werden wir sicher im Laufe des Abends auch noch drüber reden, wer denn dann die Arbeiten macht, die notwendig sind. Aber zunächst einmal ist vielleicht an dieser Stelle schon deutlich geworden, was ich meine, wenn ich sage, Freiheit, Gleichheit, Solidarität wird neu gefüllt. Denn
Mit dem Grundeinkommen haben wir eine Freiheit von existenzieller Not, eine Freiheit von staatlicher Bevormundung, eine Freiheit zu einem selbstbestimmten Leben. Wir haben Gleichheit im Sinne gleicher sozialer Sicherung für alle, bei einer gleichen Existenzgrundlage, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und Solidarität, meine ich, oder meinen wir auch von unserer Initiative, wird dadurch gestärkt, dass man sich stärker bindet an ein Gemeinwesen, was einen selber für so wertvoll hält, dass es das Auskommen finanziert. Also die Loyalität zu einem Staat, der nicht bevormundend sagt, du musst aber dieses und jenes erst zeigen, deine Bereitschaft zu arbeiten, dich zu engagieren oder so etwas, sondern einfach als Zweck an sich das Individuum anerkennt. Das stiftet eine Art Vertrauensvorschuss. Und Sie kennen das, also wer das Glück hatte, in Familien groß geworden zu sein, wo die Eltern erstmal vertraut haben darauf, dass das schon klappt, da entsteht was. Ne? Das setzt Impulse frei. Also das ist die Grundidee. Und weil jede Gesellschaft eben bestimmte Dinge, Tätigkeiten, notwendige Tätigkeiten erfüllen muss, meine ich, dass das Grundeinkommen dem jetzigen System überlegen ist. Und das will ich ganz kurz erläutern, klitzekleiner soziologischer Exkurs. Jede Gesellschaft braucht, um zu bestehen und sich weiterzuentwickeln, verschiedene notwendige Tätigkeiten, die getan werden müssen. Wir müssen uns sexuell reproduzieren. Wir brauchen Nachwuchs, wir müssen ihn umsorgen. Wir müssen uns sozial reproduzieren. Das heißt, wir brauchen einen sozialen Zusammenhalt, damit wir uns nicht gegenseitig die Köpfe einhauen. Und wir brauchen eine materielle Reproduktion. Wir müssen also unsere lebensnotwendigen Grundlagen sichern. Diese drei Dinge, die werden in jeder Gesellschaft auf irgendeine Art und Weise gelöst. Und wir machen es typischerweise über Familien in ihren verschiedensten Formen, die wir heute kennen. Über gemeinwohlbezogene Beiträge, wie Ehrenamt etwa. Und die materielle Reproduktion typischerweise über den Arbeitsmarkt. Das sind so die Formen, die sich herausgebildet haben. Das heißt, die Erwerbsarbeit ist tatsächlich wichtig. Sie ist nämlich eins von diesen drei gerade genannten gesellschaftlichen Feldern. Also Familie, Gemeinwohl und Beruf sind gleichwertig nebeneinander, damit Gesellschaft aufrechterhalten werden kann und sich weiterentwickelt. Aber sie ist nur ein Feld von drei wichtigen Feldern. Viele von Ihnen nicken jetzt. Sie kennen das aus der 70er-Jahre, 80er-Jahre-Debatte, aus der feministischen Diskussion, wo wir uns angestrengt haben zu sagen, damit jemand produzieren gehen kann, muss es doch reproduktive Arbeiten geben. Ist doch klar, kein Mensch ist wie Robinson alleine unterwegs und kann sich einem Unternehmen und seine Arbeitskraft einem Unternehmen schenken. Sondern da steckt natürlich eine Familie hinter, es steckt auch eine Gemeinschaft dahinter, in der jemand überhaupt erst umsorgt war, sich sozialisiert hat, sich hat ausbilden lassen, sich gebunden hat an eine Idee von Leistungsethik. Was will ich sagen? Die Familien und die funktionierende soziale Gemeinschaft gehen einer Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt voraus. Sie sind Voraussetzung dafür, dass es einen Arbeitsmarkt überhaupt geben kann. Das heißt, wenn wir überhaupt über Erwerbsarbeit als wichtiges Feld sprechen, dann ist es gleichwertig zu Familien- und gemeinwohlbezogenen Arbeiten, aber es ist eigentlich nachgeordnet. Also nichts fällt mir ein aus dieser Perspektive der systematischen Begründung, was die Erwerbsarbeit zu diesem Königsweg erheben könnte, dem wir ihr zusprechen. Soziologisch nicht. Also wenn Sie diesem Modell folgen mögen, dann ist Erwerbsarbeit zwar wichtig, aber keineswegs vorrangig. Das ist für mich die wichtigste systematische Begründung, warum ich auch als Soziologin sage, ja, das stimmt als Gesellschaftsanalyse, denn Sie alle wissen, wir säßen alle gar nicht hier, hätten wir keine Familien gehabt, die uns in die Welt gesetzt hätten, hätten wir keine Gesellschaft gehabt, die für die Familien gesorgt hätte und so weiter. Also das ist eigentlich eine ganz grundlegende Ausgangsposition. Wie ist das jetzige System? In dem jetzigen System, das wird insofern dieser Form der Gesellschaftsbetrachtung überhaupt nicht gerecht, denn in diesem System werden viele Leistungen überhaupt nicht anerkannt. Es gibt so eine sprechende Karikatur, deswegen das hätte ich jetzt gern vielleicht noch gezeigt, ich beschreibe sie Ihnen kurz. Eine alte Dame kommt zum Rentenamt, steht vor einem Beamten und erläutert ihm, was sie in ihrem Leben geleistet hat. Also sie hat 4 Kinder großgezogen, sie hat deren Enkel betreut, sie hat sich um Arme und Obdachlose gekümmert und am Ende den
ihren armen und kranken Vater bis zum Ende gepflegt. Und der Beamte ohne Angesicht der Person guckt gar nicht hoch und sagt, aha, sie haben also nicht gearbeitet. Ja, das ist überspitzt, aber es trifft auch eine bestimmte Frauengeneration, die tatsächlich diesen Lebensentwurf ja gelebt hat. Und viele von uns finden das auch immer noch wichtig. Und nebenbei gesagt, wollte ich mit der Analyse, die ich Ihnen gerade gesagt habe, genau das zum Ausdruck bringen. Diese ganzen Tätigkeiten, die die Dame aufzählt, sind gesellschaftlich notwendig. Nichts begründet, dass wir meinen, wir könnten von der Erwerbsarbeit die Begründung ableiten, dass wir finanziert sind für unser Leben. Weil diese anderen Tätigkeiten notwendig sind, genauso wie die Arbeit auf dem Arbeitsmarkt. Wir machen es aber anders und mit der Novellierung der Sozialgesetzbücher haben wir es verschärft. Wir haben eine Erwerbszentrierung in unserem sozialen Sicherheitssystem. Unser ganzes Sozialsystem baut auf der Arbeitswilligkeit. Wer sich ein bisschen auskennt im Thema, weiß, dass wir mit dem Sozialgesetzbuch 3 die Grundsicherung umgestellt haben, bis auf ganz wenige Ausnahmen haben Grundsicherung nur noch Arbeitswillige. Und die Arbeitswilligkeit muss man nachweisen. Ich komme gleich zu einem Fallbeispiel, da wird das besonders deutlich. Aber jetzt können Sie verstehen von dem, was ich gerade ausgeführt habe, dass die Zentrierung auf die Erwerbsarbeit als allein wertzuschätzende Tätigkeit nicht stimmig ist. Und das System, was wir im Moment haben, hat noch mehr Probleme. Wir haben eine finanzielle Krise im Sozialsystem, weil es am besten funktioniert, wenn wir es möglichst wenig brauchen. Also wenn wir weniger Arbeitslose haben und viele Erwerbstätige, funktioniert es gut. Haben wir eine älter werdende Erwerbsperson, die vermehrt in Ruhestand gehen und hohe Arbeitslosigkeit, funktioniert es nicht mehr gut, weil wir haben wenig Einnahmen, aber viele Ausgaben. Das ist das finanzielle der Konstruktionsfehler des jetzigen Systems. Das ist meiner Ansicht nach aber gar nicht der Hauptpunkt, sondern schlimmer ist das Legitimations- und Sinnproblem, was in unserem jetzigen System steckt. Denn der Verteilmechanismus über die Erwerbsarbeit, also Einkommen darüber zu verteilen, stimmte vielleicht zu Zeiten der Industrialisierung, also wo wirklich jede Arbeitskraft gebraucht wurde. Da macht das irgendwie noch Sinn. Aber wir leben ja in einer Produktivität und in einem Wohlstandsniveau, wo im Prinzip dieses Arbeitsvolumen in der Weise gar nicht mehr nötig ist. Das heißt, dieser Verteilmechanismus macht keinen Sinn mehr. Ein Industriefahrer aus dem Ruhrgebiet hat das mal so ausgedrückt: Wir produzieren mit Bill Gates und verteilen mit Bismarck. Ne, um deutlich zu machen, das stimmt nicht mehr zueinander. Und die entscheidende Kritik ist für mich aber, dass im jetzigen System all diejenigen bestraft werden, wie gerade mit der alten Dame geschildert, nämlich die sich für die gesellschaftlich notwendigen Arbeiten einsetzen, die nicht über den Markt vermittelt werden. Und das ist einfach ungerecht und es ist auch unstimmig im Sinne dieses Gesellschaftsmodells, wie ich es gerade skizziert habe. Und damit es nicht so abstrakt bleibt, habe ich Ihnen Alexandra mitgebracht, die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Alexandra ist 35 Jahre alt, Friseurin vom Beruf, und im Moment in Elternzeit, denn sie hat 2 Kinder, eins ist 7,5 und eins 1,5. Und weil sie so wenig Elterngeld bekam, war sie von Anfang an Aufstockerin mit Arbeitslosengeld 2. Damit gehört sie zu 41% Alleinerziehenden, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Und ich habe mir mal die Münchner Mietspiegel so angeguckt und habe dann mal gesehen, was sie hier, also was Alexandra, die wohnt bei uns im Ruhrgebiet, da ist das alles ein bisschen billiger, da würde sie nicht so viel kriegen, aber hier würde sie an Arbeitslosengeld 2 ungefähr 1.700 Euro bekommen. Mit ihren beiden Kindern, Zuschläge Alleinerziehende, Kosten für Unterkunft und Miete. So, dann habe ich geguckt, also unser Grundeinkommen, machen wir es mal ganz defensiv, 800 Euro für sie als Erwachsene, 400 Euro für die Kinder, macht 1.600. Ne, 2x 400, einmal 800, wäre finanziell also gar nicht mehr. Und dann habe ich, also im Rahmen eines Forschungsprojektes, hatte ich sie interviewt und habe sie dann gefragt, stellen Sie sich doch mal vor, wie wäre denn Ihr Alltagsleben, wenn Sie ein Grundeinkommen hätten? Und dann sagte sie, die ging gar nicht aufs Finanzielle ein, sondern sie machte, da wäre so ein großer Ballast weg, sagte sie. Und was meint sie damit? Also sie zeigte mir erstmal 3 cm Papierstapel, aktuelle Korrespondenz mit dem Jobcenter, das Einreichen von Unterlagen, das Nachrechnen der berechneten Beträge,
den juristischen Beistand, den sie braucht, um zu klagen gegen falsch berechnete Beträge. Das ist wirklich kein Einzelfall. Ich habe inzwischen viele betroffene Interviews gemacht mit sanktionierten Arbeitslosen, der zwei Empfängern auch. Und vor allem am schlimmsten für sie war, dass sie sich gegenüber der Behörde rechtfertigen muss für Lebensentscheidungen, die sie trifft. Zum Beispiel wollte sie in einen anderen Stadtteil ziehen, weil es da eine bessere Kinderbetreuung für den Kleinen gibt. Wenn der zwei ist, wollte sie wieder arbeiten gehen und die Behörde hat das aber nicht genehmigt. Und sowas empörte sie. Ne? Und sie sagte dann noch, ja, der Druck vom Staat wäre weg, ich würde mich definitiv mehr trauen und hätte den Kopf freier. Und man glaubt ihr das sofort, dass sie sich was traut, denn sie hat eigentlich schon Ideen im Kopf. Sie möchte sich gerne selbstständig machen. Der Friseurberuf, das war so eine Notlösung, das musste sie damals machen, auch wegen der Eltern. Und eigentlich will sie in die präventive Gesundheitsförderung. Und hat da auch schon eine Idee, was sie da machen will. Sie bräuchte eine Qualifizierung, damit sie sich damit selbstständig machen kann. Aber der Jobcenter sieht das anders. Weil sie hat bereits eine Ausbildung und es wird sowas nicht finanziert. Stattdessen, manche von Ihnen nicken jetzt, die haben vielleicht auch solche Geschichten gehört, stattdessen wird man in den Excel-Kurs geschickt oder darf nochmal Word wiederholen oder die Bewerbungsunterlagen nochmal durchgehen. Alles das braucht sie nicht, sondern sie hat einfach tief durchgeatmet bei der Idee, was so ein Grundeinkommen sein könnte. Und verstehe ich es auch. Wenn man jetzt nochmal auf der gesellschaftlichen Ebene guckt, die Daten will ich jetzt gar nicht im Einzelnen nochmal sagen, Sie kennen das alles, wir sind ja hier auch im Rahmen des Equal Pay Day unterwegs jetzt in dieser Veranstaltung eingereiht. Wenn man mal schaut, wie die Einkommensverteilung von weiblichen und männlichen Beschäftigten sind, das wissen Sie alles, wir haben immer noch einen Lohnunterschied, nicht nur über die Berufe hinweg, sondern auch innerhalb von Berufsgruppen. Also ein schlagendes Beispiel ist immer der Versicherungskaufmann zur Versicherungskauffrau, wo es einen Unterschied von 22% Lohndifferenz gibt, 28% sogar, oder vor allem auch die Rentenlücke von über 50%, fast 60%. Männerrenten im Schnitt liegen bei 1.600 €. Frauenrenten im Schnitt, also wirklich sehr stark durchschnittlich jetzt, sind 645 €. Das sind einfach mal 60% Differenz. Das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, die Armut, die Altersarmut ist weiblich. Ne? Das würde ich ganz gerne jetzt nochmal zur Anregung machen für die Diskussion hinterher vielleicht auch. Das Grundeinkommen löst nicht alle Probleme. Es wird uns nicht davon frei machen, über Männer- und Frauen-dominierte Arbeitsplätze nachzudenken oder für Lohnhöhen zu streiten oder auch Aufklärungsarbeit zu leisten, was Kampf gegen Stereotype angeht. Aber ich meine, die Aushandlungsbedingungen unter einem Grundeinkommen sind besser. Keine Frau muss aus finanzieller Not bei einem Mann bleiben, der ihr nicht gut tut. Keine junge Frau muss aus finanzieller Not bei Eltern wohnen bleiben, was sie nicht will. Keine Frau muss in Arbeitsverhältnissen bleiben, die ihr nicht gut tun oder die nicht zu ihr passen. Und keine Frau muss über die Lebensspanne hinweg Sorge haben, dass sie in Armut abrutscht. Und das sind Bedingungen, die ein Grundeinkommen schaffen könnte. Und ich meine, in dieser Weise sind die Potenziale, die das Grundeinkommen, auch emanzipatorische Potenziale, die es birgt, überwiegen sehr stark die Bedenken, die man da sicherlich auch haben kann. An dieser Stelle würde ich meinen Input kurz beenden und gleich ins Gespräch weitergehen.